Aus Gießen, Frankfurt, Hachenburg und wir spielen Poprock, deutschen Poprock und jetzt stellen wir erstmal kurz die Band vor. Ich bin der Alex, ich bin der Mann am Bass. Hallo, ich bin die Silvia, ich spiele Piano und bin die zweite Stimme. Ich bin der Dominik und ich spiele Schlagzeug. Ich bin der Marc, ich bin der Sänger. Ja, und ich bin der Philipp und Gitarrist. Der Bandnamen, den hat der Alex, muss ich mal weitergeben. Oh ja, also wir hatten uns von vornherein eigentlich darauf geeinigt, deutschen Poprock zu machen. Und da war das mit dem Bandnamen anfangs ein bisschen schwierig. Wir hatten hunderttausende Ideen, haben uns irgendwie stundenlang zusammengesetzt und überlegt und überlegt. Und letzten Endes kam mir die Idee eigentlich im Auto, alleine, unterwegs. Und ich bin dann natürlich rechts rangefahren und habe als allererstes mal eine SMS geschrieben an Dominik, was er davon hält. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Wir waren damit einverstanden und haben das dann so weitergeführt. Und da sind wir jetzt. Klangsturm. Die Ideen kommen prinzipiell im Proberaum. Wir machen alles zusammen. Die Texte kommen meistens momentan noch von mir. Die Musik schreiben wir alle fünf zusammen im Proberaum. Und da entwickeln sich so die Ideen. Je nachdem, was man gerade so für Melodien im Kopf hat, spielt man halt mal drauf und dann entwickeln sich die Lieder. Das dauert dann manchmal relativ wenige Wochen oder mehrere Monate, bis ein Song fertig ist. Aber so ist das. Genau, die eigene CD kommt jetzt im zweiten Quartal 2016 raus. Die heißt 5 Fünftel und wird 5 Songs enthalten. Mehr sagen wir noch nicht, den Rest findet ihr auf unserer Homepage. Das muss jeder selbst wissen, aber wir sind ja eine Band, also von daher trifft das für uns so, ist das für uns irrelevant. Also da kann jeder selbst wissen, was er macht. Wir machen es nicht. Bitte? Der weiteste Auftritt, wo war der denn? In Siegen. In Siegen. Wir kommen aus Gießen und wir sind nach Siegen gefahren, genau. Also prinzipiell kann man vielleicht auch noch sagen, dass wir das sehr ernst nehmen. Jeder von uns macht nicht nur im Proberaum Musik, sondern teilweise auch noch im Berufs- oder Studentenleben. Also es ist nicht nur einfach so ein Hobby-Ding. Geht auf jeden Fall auf unsere Homepage klangsturm.de. Omega Vibe und ich bin der Dom und ich spiele Gitarre und singe ein bisschen. Hi, ja, ich bin der Benny, bin Bassist und Backing Vocals Dude. Ja. Jo, hi, ich bin der Paul, ich bin der Sänger von den Jungs. Ja. Ich bin der Chris, ich bin der Drummer und ich mache Samples. Dave, Gitarre. Ja, das war so nach und nach. Also wir haben angefangen, hat das mit Chris und mir. Wir haben uns im Proberaum getroffen, dann kam irgendwann der Benny dazu und dann ein bisschen später der Dave. Und jetzt seit August sind wir froh, den Paul noch an unserer Seite zu haben. Was für Inspirationen bringen euch zu eurer Musik? Oder welche Inspirationen, welche Ideen? Das ist ganz verschiedene Bands. Ich meine, wir sind auch öfter auf Konzerten und gucken uns dann so an, was die anderen so machen und lassen uns viel davon inspirieren. Und ja, hocken uns dann manchmal zusammen und gucken, was dann da so bei rauskommt. Eine eigene CD habt ihr aber schon, ne? Ja, wir haben eine EP, The Road of My Beliefs heißt die. Da kann man schon 6 Lieder schon mal hören. Und wir haben noch jetzt einen neuen Song auf YouTube. Location-mäßig waren wir bis jetzt unterwegs in der Gießener Gegend, Gießen, Marburg, Wetzlar, mit Frankfurt und wir sind dann nächsten Monat in Beutel und das wird dann so das Letzte in Deutschland. Ja,
Eher weniger. Ein Musiker, der seine Seele behalten will, geht da nicht hin. Wir sind gerade dabei, wieder neue Songs zu schreiben. Jetzt, seitdem wir jetzt wieder eben neuen Sänger haben, haben wir dafür auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Und wir wollen versuchen, eben dieses Jahr da viel zu machen und dann mal gucken, ob wir ja so bald wie möglich einfach noch eine neue Musik rausbringen. Geht dann noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. So, unsere Erstentwürfe von den Shirts, weil wir letztes Jahr unsere Release-Show hatten. Und da haben wir gedacht, naja komm, ein paar Shirts sollten wir schon mal kaufen. Wir haben halt die in den Farben Weinrot, Schwarz und Weiß, jeweils mit dem Bandlogo-Druck auf Bauchhöhe und auf Brusthöhe. Haben jetzt aber auch schon quasi in Auftrag gegeben, neue Shirts mit neuem Design. Die werden hoffentlich so in den nächsten 3-4 Monaten dann auch bei uns eintreffen. Und dann haben wir auch, sag ich mal, etwas kreativere Shirts als halt diese Standard-Band-Shirts mit halt Logo drauf. Aber schön, das ist halt, genau, aber ein bisschen wird ein bisschen farbiger, wird ein bisschen ansprechenderes Design. Aber halt einfach, dass wir Shirts haben, haben wir halt hier diese ganz einfachen klassischen Band-Shirts. Genau, selbst managen, selbst finanzieren, also wir sind da jetzt nicht irgendwie gesigned oder haben irgendwo jemanden, der uns da entsprechend weiterhilft oder uns an die Hand nimmt, sagen wir es mal so. Ich bin Nico und spiele Gitarre. Ich bin der Jens und ich spiele Bass. Sarah, ich spiele auch Gitarre. Ich bin der Chris und ich bin der Sänger. Ich bin der Erik und ich spiele Schlagzeug. Wir sind Leitbild aus Frankfurt und Taunus. Ja, es ist immer eine witzige Geschichte eigentlich. Das sind wir schon ein paar Mal gefragt worden. Also es war eigentlich eine sehr lustige Aktion. Erst ist es so gegangen, dass wir lange keinen Bandnamen hatten und sind schon ein bisschen nervös sogar geworden. Und dann kamen wir auf die Idee, wir wollen einen sehr kurzen, prägnanten Namen, haben einsilbige Wörter aufgeschrieben, haben die zueinander sortiert. Dann waren wir immer noch nicht zufrieden und dann haben wir uns mit Kumpels nebenan in der kleinen Hölle getroffen und haben einen riesen Haufen an Bandnamen fabriziert, also es waren vielleicht 100 Stück oder sowas. Ja, und wie wir dann alle gut dabei waren, dann haben wir mal langsam ausgezählt und die Bandnamen vorgeschlagen und einer nach dem anderen wurde rausgeschmissen und ich glaube 5 oder 6 kamen im Recall und dann haben wir als Band dann abgestimmt, gepunktet und am Ende war es Leitbild. Ja, wir spielen jetzt Genre Deutschrock. Also Deutschrock, vielleicht willst du es auch mal ein bisschen erklären, was Deutschrock heißt? Ja, was heißt Deutschrock? Also es sind zumindest Lieder mit einer Aussage dahinter und bei uns steht halt die Texte hauptsächlich im Vordergrund, mehr fast vor der Musik. Und gesellschaftskritische Themen, geht halt so um die typischen Themen wie Freundschaft und was halt gerade in der Welt so abgeht. Also auch wirklich aktuelle Themen, was man so sieht und halt auch mal ohne Tabu, wenn und aber geradeaus ausgesprochen. Noch nicht. Wir haben jetzt in Eigenregie erstmal 2 Songs aufgenommen. Für uns steht jetzt an, erstmal den Gig hier zu spielen im Elfer. Und danach wollen wir dann anfangen, ins Studio auch zu gehen, weil es aufzunehmen, gerade dass die Leute auch mal einfach was bekommen, einfach was hören können, auf die Ohren bekommen. Ja, dazu kann man noch sagen, 2 Songs von uns kann man schon auf unserer Homepage runterladen, leitbild.com oder Facebook, leitbildband mal eingeben. Da kriegt er 2 Songs schon mal für Ome zum Runterladen, in Eigenproduktion aufgenommen. Sollen wir echt was dazu sagen? Also ich glaube, wenn wir nichts sagen, dann haben wir eigentlich ja schon alles gesagt. Ja, für uns ist es erstmal wichtig, heute hier im Elfer uns zu präsentieren auch. Wir freuen uns, dass viele Leute kommen. Für uns ist es hier echt ein kleines Heimspiel auch. Da wir eine relativ neue Band sind, also wir haben uns jetzt letztes Jahr im August gegründet, trotzdem ist es einfach wirklich hier jetzt unseren dritten Gig zu spielen. Wirklich das Heimspiel zu nutzen und unseren Leuten, die wir jetzt einfach hier kennen, auch was zu präsentieren, dass die haben uns auch noch nie live gesehen, dass die einfach eine Show bekommen und also einfach mal so erleben, wie wir auf der Bühne eben sind. Bitte? Ja, also wie gesagt, wir sind eine total junge Band, uns gibt es seit August, also Management, das übernehmen wir eigentlich alles selbst, also über Booking, über Öffentlichkeitsarbeit, was der Jens echt bombenstark macht, die Aufnahmen macht das stark. Also man muss es einfach, es steckt viel Arbeit drin, klar, aber es muss. Bis jetzt haben wir gespielt im Jutze Sulzbach, in der Harley Garage in Wallau, das war ganz cool. Jetzt heute im Elfer ist der dritte Gig und den nächsten kannst du ankündigen gerne. Ja. Der nächste ist geplant jetzt für den 24. April in Düsseldorf, mal ein bisschen weiter weg.
mit einer befreundeten, auch kleinen Band, wollen wir dort spielen. Bekannt geben wir das dann noch über Facebook und Homepage und so weiter. Wollt ihr sonst noch irgendwas sagen? Also ich freue mich auf jeden Fall mega auf den Gig heute. Ich hoffe, wir können gute Stimmung verbreiten, wir können unsere Show verbreiten, wir können das, was wir eigentlich in unserem Proberaum üben, also wofür wir eigentlich proben und was wir da machen und wofür wir uns eigentlich die Texte und diese Songs ausdenken, um diese Stimmung, diese Leidenschaft einfach rüberzubringen an die Leute und dass da einfach was Geiles rüberkommt und die Leute damit zu begeistern und mit auf unsere Seite zu reißen. Ja, hallo, mein Name ist Nuno Helfrich, ich bin Gitarrist aus Mainz, hab vor kurzem mein Soloalbum rausgebracht, das ist ja schwer zu beschreiben, instrumentaler Metal. Also wenn man im Prinzip ein Gitarrensolo nimmt und auf 5 Minuten streckt, dann hat man sehr wahrscheinlich meine Musik. Album habe ich komplett selber produziert. Das hat bestimmt 14 Monate gedauert, bis das komplett fertig war. Hab da auch einen Gast mit drauf, einen Gitarristen aus den USA, der das Ganze auch im Prinzip in einer ähnlichen Form, so wie ich, betreibt, Angel Vivaldi. War natürlich toll, den mit auf dem Album drauf zu haben und hab jetzt im Prinzip heute beim SPH-Contest meinen ersten kompletten Auftritt gehabt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und das ist so das, was ich mache. Wo holst du die Inspiration der Musik? Was sind deine Ideen? Ja, meine Ideen, im Prinzip habe ich bis vor ein paar Jahren selber nicht gewusst, dass so Musik überhaupt existiert. Für mich war da mit Sicherheit ausschlaggebend, dass ich irgendwann über den Gitarristen Andy James gestolpert bin. Ein Engländer, der das schon seit vielen, vielen Jahren macht und auch auf einem Niveau betreibt, ist schwer überhaupt irgendwas von ihm nachzuspielen. Der ist natürlich da eine große Inspiration, aber auf der anderen Seite halt auch einfach das, was ich sonst so höre. Also im Prinzip ganz normale Bands, die auch einen Sänger haben, wo ja, ich mich im Prinzip inspirieren lasse von den Ideen. Sachen wie Korn im Prinzip, die der Grund waren, warum ich überhaupt eine siebenseitige Gitarre spiele. Du managst dich vielleicht selber? Ja, also ich manage mich komplett selber. Oder was heißt managen? Ich mache im Prinzip ja alles selber. Hat natürlich den Vorteil, dass man sehr kurze Entscheidungswege hat. Du hast eine eigene CD? Eigene CD. Hast du die bei? Die habe ich dabei. Da zeig doch mal. Ja, das ist meine eigene CD, das Werk. Höher. Doch, Stückchen höher. Ja, aber wir sind wieder nach vorne, weil Spiegel, das bin ich jetzt, okay. Ist im Prinzip komplett selber produziert, selber aufgenommen. Eigentlich eine komplette Selbstproduktion, auch selber finanziert. War eben schon sehr lange Zeit.